Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 bei unserer Künstlerin Schrägstrich Schriftstellerin. Fragt mich nicht, warum ich immer Schrägstrich sage. Dieser Hund, der will was zu fressen und wir sind immer noch am Schlafen und wir träumen von Packers. Also wirklich fit ist sie immer noch nicht. Aber wir müssen, hier, ich habe gerade in der Folge, also in der letzten Folge gesehen, wir haben Möhren. Konnte man nicht selber auch die Möhren verbacken? Also, dass man die pflückt und dass man daraus Rezepte macht oder so? Das, ach komm. Ja, ich weiß, du fühlst dich nicht wohl, weil da, Oh Leute, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Ich weiß nicht, warum dieser Hund andauernd uns in die Wohnung macht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Merlin will einfach, dass wir kann ich den auch verkaufen? Ja, kann ich. So, was ist denn dieser? Echt? Der ist 6000 wert? Habe ich das jetzt? Tatsache! Leute! Leute, wir sind reich, wir sind reich. Talalalala. Hühnchen, kannst du nochmal sowas auskacken? Also, sind deine Häufchen alle so viel wert? Aufheben. Also wenn die Häufchen alle so viel wert sind, dann verkaufe ich die. Ich weiß zwar nicht, wer die kauft, aber wenn die alle so wertvoll sind, ja, dann 50, naja. Haben oder nicht haben, ne? Und dann einmal okay, mehr auswählen. Wieso kann ich die denn? Ach, guck mal hier. So. Und sie denkt sich durch. Ich will was essen. Lass mich was essen. Nein, lasse ich jetzt gerade nicht. Weil das ist dezent gerade mal ein bisschen wichtiger. Äpfel verkaufen. Spinat verkaufen. Wir müssen aus allem Kapital schlagen. Egal was es ist. Und bewässern müssen wir es. Genauso wie okay. Macht sie das nicht automatisch? Ist sie schon wieder in einen Kackhaufen getreten? So, nee, ist sie nicht. Aber ich glaube, das ist noch ein Gemälde von uns, was wir verkaufen können. Ja, dann ist was. Ich erlaub dir das. So, warte. So. Meine Güte, was für Geld wir jetzt gemacht haben. Warum hat die so viel Müll im Inventar? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Und wir haben immer noch ein Bild hier. Also ich muss schon wieder auf Klo. Spinat verkaufen wir nochmal. Wir schleppen auch viel zu viel mit uns rum. Also ich weiß nicht, warum wir so viel ja, mit uns rumschleppen. Aber das Gute ist, wir könnten mit dem Geld könnten wir eigentlich so ein kleines Atelier bauen oder so. Was haltet ihr davon? Also, dass wir, weiß ich nicht, dass wir das hier ein bisschen größer ziehen. Also hier eine komplette Wand oder hier komplett anbauen. Dass wir, Merlin, du kackst jetzt wieder. Das hat letzte Folge hat's gereicht. Sie will duschen.
Und dieser Hund will auch andauernd immer irgendwas von uns. Mit 5 Tieren befreundet sein. Wir müssen uns noch 4 Tierfreunde suchen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwelchen Tieren hinterherrennen, oder wie? Loben, weswegen loben? Du brauchst den nicht loben. Du kannst deine Muffins weiter essen. Es ist ein anstrengendes Leben, was ich mit dieser Künstlerin führe. Komm, putze die Zähne. Und dann. Leute, ich will einmal. Just for fun. Wir haben schon wieder abends. Ist sie denn müde? Nee, nicht wirklich. Okay, warte mal. Realistisches. Machen wir Kleines. Aber bitte nicht reinlaufen. Bitte nicht reinlaufen. Bitte nicht reinlaufen. Bitte nicht reinlaufen. Und ich sag doch, sie soll nicht reinlaufen. Toll. Ich weiß nicht, warum sie dieses Talent besitzt, da reinzulaufen. Ich weiß es nicht. Gut. Und danach würde ich sagen, gehen wir. Nee, wir gehen nicht schlafen. Mal ist einfach zu Ende. Bitte, komm, mal ist einfach zu Ende. Also manchmal weiß ich echt nicht, was diese Frau für Probleme hat. So an sich. Also irgendwie scheint das nicht so ganz koscher zu sein, was da los ist. So, was wird gemalt? Kleine Bilder. Eine Melone? Oder es wird eine Wassermelone mit was dabei? Hätte ich jetzt auch gerne. Aber ich möchte. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht hier anbauen. Also, dass wir hier so einen kleinen Durchgang machen, das quasi wie so eine Garage machen. Das wäre doch was. Und sie mieft schon wieder. Warum mieft sie schon wieder so? Ja, gut, wenn du andauernd die gleichen Sachen anhast, dann. Hier, komm, du bist aber noch nicht fertig. Oh, ich weiß auch nicht. Oder wollen wir die Werkstatt dahin bauen? Ich bin gerade am Überlegen, was wir mit so einem großen Schlafzimmer machen sollen. Warte. Die kann ich ja. Warte mal. Leute, wir verrücken jetzt mal das dahin. Machen mal kurz auf Stopp und gehen in den Baumodus rein, weil wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen Geld, dass wir warte mal, also erstmal gehen wir hier hin. Und verkaufen das. Und ich glaube, das auch noch mal. So, wie bauen wir das denn jetzt weiter? Wir könnten an sich, warte mal, Wände. Stinknormale Wände. Keine Halbwände, wenn wir einfach jetzt sagen, wir. Na, da meckert er wieder rum. Nee. Warte mal, wenn wir jetzt.
Wenn wir jetzt hier noch anbauen. So. Na, so bis da. Und... Oder wollen wir das als kleine Ladenfläche nehmen? Aber dann fehlt mir der Platz mit der Werkbank. Das, warte mal, ich muss mal kurz niesen. Moment. Okay, nein, doch nicht. Doch kein Nieserchen. Oh, nein, halt, stopp. Hör auf. Pfui. Warte mal, wir können doch noch so, war es das? Nee. Oder war es unter Hobbys? Wir konnten doch noch was freischalten. Laufband, Fitness. Was ist das? Nein, auch nicht. Nee, das sind ja Kindersachen. Stühle. Das ist ein Tisch. Ach, guck mal. Aquarium. Aber konnten wir nicht... Warte mal, für draußen... Handwerk. Hier, warte mal, hier. Was ist das denn? Nee, das sind... Nein. Hatten wir denn nicht noch mal so... So eine Werkbank oder so? Nee, das ist für Floristen. Auch nicht. Wir hatten doch irgendwo so eine kleine Werkbank. Hier, guck mal, hier. Das meinte ich. Was ist das? Nee, das. So, das ist ein Keyboard. Das ist eine Bar. Was ist das hier? Okay. Ach so, nee, das ist eine Bar. Das ist eine Fotokamera. Aber was ist das denn? Ach so, nee, Medizin brauchen wir nicht. Nee, das brauchen wir nicht. Sorry, Leute. Warte mal, wie groß ist denn? Der ist so groß. Weil mir kommt jetzt gerade so die Idee, dass man... Wartet mal. Dass man vielleicht hier nochmal so eine Ladenfläche oder so macht. Bei denen kann ich ja... Den könnte ich ja auch zu Not hier hinpacken. Sieht zwar ein bisschen albern aus, aber mein Gott. So, weil dann könnten wir hier nämlich bis hierhin ziehen und hätten eine kleine Ladenfläche. Wo man dann hier einfach sagt, dass man hier so eine kleine
Ladenfläche hat, dann hätte sie hier noch einen Durchgang. Weiß nicht. Oder halt so eine Werkstatt. Dass man einfach sagt, warte mal, die soll mal wieder weg. Schwupp. Ein Schlafzimmer braucht sie halt. Aber dass man einfach sagt, so ein großes Schlafzimmer, ich weiß nicht. Oder? Meine Güte, jetzt bin ich aber richtig hier am... so geht's auch. Am Umbauen hier. So. Aber wie gesagt, das Schlafzimmer für sie alleine wäre mir zu groß. Aber ich will auch nicht in dieses komplette Verkaufding wieder reingehen. Das ist schon, das ist echt anstrengend. Nee, wir machen hier einfach noch eine Tür jetzt mit rein. Tür. Ich weiß gar nicht, welche Türen wir überhaupt haben. Das, I don't know. Weiß nicht, dann machen wir jetzt da noch eine Tür mit rein. Und dann hat sie halt hier ihr Atelier und, sagt man dazu Werkraum? Und wie gesagt, dann hat sie ein verdammt großes Schlafzimmer für nix. Wartet mal. Nee, du sollst... Nur diese kleine blöde Lücke ist blöd. Aber ich mag die. Ich will die jetzt auch nicht... Warte mal, wir gehen... Ups. Nochmal ein mehr zurück. Keine Ahnung. Und hier ziehe ich jetzt einfach noch eine Wand, dass man einfach hier so... Dann ist der nämlich ein bisschen größer. Sie hat ein kleineres Schlafzimmer. Kann aber noch vernünftig... was stellen. Punkt aus Ende. Genau, dann könnten wir hier jetzt nämlich... Warte. Fenster. Wir haben doch so diese schön großen Fenster. Hier, die hier. Dann... macht er das überhaupt? Achso, nee, schups, das wollte ich jetzt nicht. Genau, ich wollte sagen, macht doch mal das. Und, wo sind sie? Da sind sie. Dann können wir doch hier so eine schicke Front machen. Da hat sie dann auf jeden Fall richtig viel Licht. Und... wartet mal, von den Türen. Es gibt doch auch so eine... Gab es nicht auch so eine Glastür? Warte, ich habe sie gerade schon gesehen. Nein, verdammt. Da fehlt natürlich jetzt hier noch wieder einer mit bei. Das ist natürlich... Das ist jetzt nicht so schön. Weil... Hallo, ich sagte die hier. Warum nimmst du die denn nicht? Achso, die kann ich nicht. Ja, weil sowas finde ich blöd. Also, ohne Witz, sowas finde ich blöd.
Das geht nicht. Oder ich tausche die einfach. Das sieht auch doof aus. Oder, wartet mal, wir machen. Wartet mal, wir machen einmal da die Glastür hin. Und dann die Fenster. Aber dann passen ja nur zwei. Zwei, eins. Zwei. Und Gott, machen wir es so. Ja, also damit könnte ich leben. Und da machen wir. Bei die finde ich eigentlich noch besser. Na egal. Da machen wir mal nicht so hohe rein. Dann nehmen wir. Meine Stimme versagt heute. Ich weiß nicht, was los ist. Warte mal, wo haben wir es denn? Diese drei Fensterchen. Wo sind die denn? Ach, da sind sie. Nee, das sind die nicht. Die waren schmaler. Oh, ich sehe sie bestimmt jetzt gerade wieder nicht. Hä, die können doch jetzt nicht weg sein. Hallo? Wie gesagt, ich sehe sie jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Wo sind sie denn hin? Hä? Okay, warte. Anders. Das sag ich doch, ich sehe sie jetzt wieder nicht. Da und da. Und kommt da noch ein Fenster hin. Meine Güte, ey. Also dafür, dass wir nur so ein paar Kröten immer machen, verdienen wir richtig, also haben wir richtig viel Möglichkeiten so mit dem Haus und okay, warte mal, da brauchen wir noch mal die Pimpette. Die Musik plätschert auch so vor sich hin. Aber hier möchte ich Steinboden haben. In der Werkstatt möchte ich Boden. Boden! Nee, warte mal, da. Da sind Boden. Und Metall, Vlies, Teppich, Holz. Da, Stein. Oh, jetzt ist so die Frage mit dem Stein. Oh je, das wird jetzt schon wieder so eine Baufolge. Oh, oh, oh. Das tut mir jetzt leid, Leute, dass diese Folge jetzt dann doch mal 25 Minuten wieder lang wird. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Nee. Mal was anderes. Weg. Mach. Pette. Ich brauche Licht hier drin. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht. So. Dann Haus. Achso, weiß schon. Warte mal. In Weiß. Würde der aber. Na, oder? Der würde. Also schwarz finde ich ein bisschen hart. Obwohl ich schwarze Fliesen echt gerne mag. Aber in schwarz finde ich den so ein bisschen hart und. Nee. Nee, auch nicht. Mm-mm. Mm-mm. Ich glaube, wir nehmen Marmorfliesen. Wieso Marmorfliesen? Ich habe doch Stein angeklickt. Mauerwerk. Aber das. Ach nee, um Gottes Willen.
Nein, 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 nein. Nein. Ich mag es ganz gerne edel. Oh, nehme ich jetzt schwarz oder weiß? Oder doch eher sowas? Nee. Oder grau? Nee. Ah, ich finde... Nee, kommt. Wir nehmen so einen Ton. Meine Güte, das Geld, was wir verdient haben, ist gleich schon wieder alles weg. Dann, was nehmen wir denn für eine Farbe? Warte mal. Dann nehmen wir doch mal Tapete, Vlies, Mauer. Warte mal, wir nehmen Tapete. Nein, das auf gar keinen Fall. Aber da gibt es jetzt auch nicht so die besten Sachen. Oh, das ist eine schöne Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. Und wir sind nun mal halt kreativ. Mit Grau? Nee. Nehmen wir mal so eine helle Farbe. Weiß nicht, vielleicht so ein... Nee, grün. Nein, 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 nein. Ach, Manu, das sollst du doch nicht. Ach, Mann. Das ist schon wieder blöd. Okay. Dann... Die Fenster, sehe ich gerade, sind viel zu weit oben. Verdammt. Oder so ein Dunkelrot? Nee. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das Lila würde ich auch, glaube ich, ganz cool finden. Aber es soll ja ein Atelier sein. Also wir müssen uns ja kreativ austoben können. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, braun auf gar keinen Fall. Das ist mir schon wieder zu rosa. Das ist mir ehrlich gesagt schon wieder zu hell. Nein, pink auf gar keinen Fall. Ja, wobei, Flieder würde ich gar nicht... Komm, wir nehmen jetzt einfach diesen Fliederton. Und, oh Leute, es tut mir so leid, dass es so lange ist. Ich höre jetzt auch auf. Ich setze jetzt die Fenster noch ein bisschen wieder runter. Und dann, ja. Was ist mit dieser Folge, mit dieser mega langen Folge? Ich muss allerdings, sonst vergesse ich das wieder. Ich muss die Werkbank hier noch mit reinsetzen. Sonst, wie gesagt, ich vergesse es sonst wieder. Genau, die bauen wir, setzen wir dahin. Und ja, mal gucken. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach ja, Leute. Ein Dach. Hier muss noch ein Dach drauf. Das Dach wird teuer. Glaube ich zumindestens. Es passt ja jetzt schon alles nicht zusammen, irgendwie. Das ganze Dach, warte mal, ich glaube, ich mache das mal eben put. Und setze dann dafür... Ey, hallo. Hm.
Warum nicht? Okay. Wir können es. Oh. Bis hierhin. Dann ein bisschen weiter runter. Und so. Yay! Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ich bin begeistert. Also ich habe, muss sagen, das gefällt mir sogar. Was mir nicht gefällt, ist, diese verdammte Dachfarbe. Ja, klar, hier. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Nein. Strohoptik auch nicht. Die finde ich schon ganz nett, aber die machen wir in... Nee, in dunkel. Komm, es ist ein dunkles Haus. Ja, das finde ich dann doch schon ganz gut. Vielleicht das noch ein bisschen weiter runter. Genauso wie das hier auch noch mal ein bisschen tiefer. Ja, naja, Leute. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es jetzt so eine verdammt lange Folge geworden ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt größtenteils gebaut habe. Aber ich, doch, das sieht, also ich finde, das sieht schick aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich, ja, wie ich die einrichten soll. Oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch hier eine Werkbank, also mir ein Atelierzimmer bauen. Ja, dass ich es mir halt runterlade oder ich gucke mal, ob ich da irgendwas finde. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Jetzt sage ich ciao, ciao.